Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportfieber natürlich. Heute habe ich diese drei tollen Elektrotriebwagen für euch. Die hat uns die Mod-Werkstatt gebastelt, der gute Trunky. Das ist die ET30 der Deutschen Bundesbahn oder wie sie ab 1968 dann umgezeichnet wurde in die BR430. Diese Wagen waren auch bekannt unter dem Namen Eierköpfe. Wenn ihr sie euch anguckt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, warum. Vorne die markante Front sieht dann schon aus wie ein Eierkopf. Davon wurden 24 Stück geliefert, ab 1956. Da aber die Stammstrecke, für die sie vorgesehen waren im Ruhrgebiet zwischen Köln und Dortmund über Düsseldorf, Duisburg und Essen, noch nicht elektrifiziert war, wurden erstmal 18 dieser Wagen in den Großraum München geliefert, wo sie dann im Einsatz waren, und 6 nach Nürnberg. Ab 1957 sind sie dann ins Ruhrgebiet gekommen, zumindest erstmal die Wagen aus München, die aus Nürnberg erst 1972, und waren dort da zwischen Köln und Dortmund unterwegs und haben dort quasi alle Personenzugleistungen übernommen, einige Eilzugleistungen. Was habe ich noch vergessen? Da sie keine elektronische Bremse hatten, war der Verschleiß der Bremse natürlich sehr, sehr hoch. 13 dieser Wagen wurden dann in Ozeanblau Beige ab 1980 lackiert. Das seht ihr hinten auf dem hintersten Gleis. Gleichzeitig begann ab 1980 dann die Ausmusterung und ab 1985 hat man diese Wagen nicht mehr auf den deutschen Strecken gesehen. Die waren dann ausgemustert. Die Luft im Ruhrgebiet ist natürlich, das wisst ihr ja, gerade durch den Kohleabbau und die enge Bebauung dort sehr, sehr schlecht. Das hat zu Korrosionsschäden geführt, der hohe Verschleiß an den Bremsen hat auch sein Übriges getan und die Wagen waren dann nicht mehr zu gebrauchen. Ein Triebkopf ist heute noch erhalten, die 430-414. Diese befindet sich bei den Eisenbahnfreunden in Stuttgart. Ja, so viel zu diesem Wagen an Informationen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich bin ja froh, dass es sowas dann auch zumindest virtuell noch gibt, weil ich bin selber erst Anfang der 80er geboren, habe diese Wagen nie persönlich gesehen mit eigenen Augen und bin froh, dass, wie gesagt, sowas virtuell dann wieder auflebt. So, wir gucken uns das mal an. Erstmal hier die markante Front. Hier unten die Kupplung abgedeckt. Diese Wagen haben noch Scharfenbergkupplung. Das Zugspitzenlicht natürlich eingeschaltet. Der DB-Keks von der Deutschen Bundesbahn. Der Zugführer hier drin. Ich finde ja gewöhnungsbedürftig die Front. Ich finde, man hätte diese Strebe und diese Strebe hier ruhig weglassen können und das ein Fenster machen können, aber so ist halt diese markante Form heute noch bekannt. Und dann haben wir hier so ein kleines Gepäckabteil, denke ich. Ja, hier ist eine Tür. Wieder noch kann man dann Gepäck oder Post oder was weiß ich noch mitführen. Dann haben wir hier, beginnt es dann mit zweiter Klasse. Hier diese Falltüren oder Ziehharmonikatüren, sage ich auch immer gerne, die gehen dann nach links und rechts auf. Falten sich dann zusammen. Die zweite Klasse ist hier angelegt mit 2x2 Belegung. Können ja mal reinfliegen. So. Hier seht ihr das. Hier oben die Gepäckabteile, die Holztüren. Ist ja heute gar nicht mehr Holz. Stellt euch mal heute vor, Holz in Zügen. Also, gibt's wahrscheinlich immer noch, aber nicht als Tür. Ist dann schon, ja. Ich find's cool, dass damals, ich bin als Kind immer gerne Zug gefahren, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er waren ja auch noch einige alte Fahrzeuge unterwegs. Heute ist das alles ein bisschen, ja. Ich mag auch neuere Fahrzeuge, wie die 101er oder auch den Railjet und sowas, aber damals, das war halt einfach Eisenbahnfeeling pur. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, hier die 2x2 Belegung. Hier oben die Gepäckabteile. Sehr schick. Hier ist die Toilette. Und diese Fahrzeuge hatten eine hohe Zugkraft und konnten so den Nahverkehr dort im Ruhrgebiet sehr, sehr gut bedienen. Haben wir hier den Stromabnehmer in Rot.
im vorderen, der ist gesenkt. Dann kommen wir hier in den Mittelwagen. Dann haben wir hier auch die erste Klasse. Da haben wir eine 2x1 Belegung. Seht ihr hier. Das Ganze dann auch eher in diesen Türkisfarben. Der hintere Stromabnehmer, der hier gehoben ist. Gekoppelt waren die Wagen, wie ihr sie hier seht. Triebwagen, Mittelwagen, Triebwagen, konnten auch zwei Mittelwagen mitführen. Aber so wie sie hier seht, sind sie vornehmlich gefahren. Ja, dann haben wir hier wieder den Triebkopf, den Triebwagen mit zweiter Klasse Abteil. Und dann hier hinten unser Zugende mit eingeschalteten roten Lampen. Und dann haben wir hier die zweite Variante. Das ist dann schon die ab 1968 umbezeichnete BR430 124-8. Sehr schick. Hier oben haben wir dann den Stromabnehmer im selben Farbstil wie das Dach in Grau. Sonst hat sich nichts geändert äußerlich. Ich habe zumindest nichts erkennen können. Wir können auch uns nochmal den Führerstand angucken. Hier, auch hier viel mit Holzvertäfelungen gearbeitet, wie ihr seht. Na komm, so. Hier, heute auch gar nicht mehr. In den neueren Loks oder Triebwagen ist natürlich nichts mehr mit Holz vertäfelt. Hier noch das Ventil. Schick, schick. Das Ganze hat eigenen Sound. Ich denke, ihr hört es schon. Und hat auch, ist im Wendezugbetrieb einsetzbar. Eigene Kameraposition leider nicht. Aber da hatte ich euch ja schon mal den Kameramod vorgestellt. Mit diesem ist möglich, jedem Fahrzeug neue Kamerapositionen hinzuzufügen. Und dann haben wir hier meine Lieblingslackierung noch. Die Ozeanblau-Beige-Lackierung. Wie gesagt, 13 Fahrzeuge wurden in dieser Lackierung dann umlackiert. Von Rot in Ozeanblau-Beige. Ist einfach meine, ja, eine meiner Lieblingslackierungen. Ich finde einfach, die Deutsche Bahn hätte ruhig ihre Fahrzeuge so lassen können. Ich mag das einfach sehr. Das Verkehrsrot heutzutage, ja, es ist bekannt, jeder kennt es, deswegen sind auch die Mods in Verkehrsrot immer am beliebtesten, weil man identifiziert sich ja auch mit den Dingen, die man kennt. Die lässt man dann gerne fahren. Geht mir ähnlich, wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ja, dass da eher neuere Fahrzeuge unterwegs sind. Mach auch gerne mal Videos mit älteren Fahrzeugen, weil die einfach klasse sind, aber auf meinen Karten fährt eigentlich immer Aktuelles. Also ich nehme mich da nicht aus, aber diese Farbgebung hier ist schon, ja, ist schon eine meiner absoluten Lieblinge. Hier haben wir die 430-106-5. Auch hier wieder das Licht eingeschaltet. Und auch hier haben wir wieder zweite Klasse im Triebwagen vorne. Und der Mittelwagen ist dann erste und zweite Klasse. Und hinten haben wir dann wieder unser Nachläufer mit dem angeschalteten Rücklicht. Ja, hier haben wir den Stromabnehmer wieder in Rot. Ich finde, das passt aber gut zu dem Ozeanblau-Beige-Farbkleid. Auch auf dem Dach hatte ich noch gar nicht gezeigt. Hier oben unser Horn. Wirklich schick, muss man schon sagen. Also, tolle Sache. Bundesbahnzeit haben wir jetzt auch schon viele, viele Fahrzeuge. Könnte ich dann vielleicht auch mal eine Map machen aus der Bundesbahnzeit. Hätte ich auch mal richtig Lust drauf, auch wenn ich eben gesagt habe, aktuelle Fahrzeuge fahren bei mir eher. Aber so eine Bundesbahnzeitkarten auch mit vielen noch nicht
elektrifizierten Trassen, das wäre schon geil. Dampfloks gemischt mit Fahrzeugen aus dieser Ära hier. Ja, wir haben noch den TEE, wir haben die V200, wir haben viele, viele Dampfloks, auch Waggons aus dieser Zeit, die Silberlinge etc. Das wäre schon sehr geil. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Depot an. Zu finden natürlich unter Elektrotriebwagen, dann haben wir sie hier schon. Nehmen wir mal den ET30. Da seht ihr schon, der Trunky hat hier auch zu jedem der drei Fahrzeuge einen anderen Text noch dazu. Das sind so die Sachen, die ich euch eben erzählt habe. Hier steht es auch, wann die ausgeliefert wurden, noch keine Elektrifizierung im Ruhrgebiet, dann nach München und Nürnberg. Und hier steht es auch, übernahmen die Züge hier alle Personenzugleistungen. Kapazität von 101, Gütertyp natürlich Passagiere, 120 km Höchstgeschwindigkeit, 148 Tonnen, 1600 Kilowatt Leistung, Zugkraft 240 kN, Lebensdauer 30 Jahre, Ladegeschwindigkeit von 22, das ist sehr hoch. Betriebskosten kann ich euch ja nicht sagen, weil ich ohne Kosten spiele. Die Daten ändern sich dann bei den zwei 430ern nicht. Hier noch ein paar andere Texte. Hier steht es ja auch, 13 Triebwagen in Ozeanblau beige. Und durch die aggressive Luft waren dann alle Züge bis 85 abgestellt. Genau. Ja, das soll es gewesen sein zu diesen tollen Fahrzeugen. Den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Das kennt ihr von mir. Bin mal gespannt, ob man ein paar Screenshots oder Videos von euch sieht im Forum, wo diese tollen Fahrzeuge dann unterwegs sind. Natürlich kann man die auch doppelt kuppeln, das ist gar kein Problem. Ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich was Neues für euch habe. Bedanke mich fürs Zuschauen und bin raus. Macht's gut, Leute. Ciao.